So, YouTube, da sind wir wieder. Weiter geht's mit Modern Warfare 2. So, Pierced Ghost, hörst du mich? Johnny? Johnny, hörst du mich? Bestätigt. Dachte, du wärst tot. Dachte ich von dir auch. Spaß. Bist du verletzt? Verstanden. Männer, alles abriegeln. Verstanden. Ja, Sir. 2-0. Zu mir. Mir geht's gut. Finden wir heraus, wie gut es dir wirklich geht. Behalte dein Blut bei dir, du wirst jeden Tropfen brauchen. Danke für den Tipp. Ist so Captain Obvious. Ah, okay. What the fuck? Okay, krass, das Problem habe ich auf jeden Fall nicht. Bist du? Da ist deine Kirche. Bin auf dem Weg dorthin. Wir treffen uns dort. Du musst improvisieren, um zu überleben. Reihe ihn und seine Amigos auf. Graves und Shadow sind auf einem Amoklauf. Suche nach Hassan. Nach Hassan und uns. Scheißdreck. Unsere Männer haben korrupte Bullen in der Nähe gefunden. Oh, wir sollten uns mit ihnen unterhalten. Geh besser nach drinnen, falls du es noch nicht bist. Bietet mehr Deckung. Ja, ich will ja in die Garage hier rein. Such nach Vorräten. Dinge zum Bau von Hilfsmitteln. Willkommen im Guerillakrieg. Verdammte Scheiße. Armer Kerl. Hab ein Seil. Das ist ein Anfang. Such weiter. Mein Ventilatorblatt rausgebrochen. Umwickle das Blatt mit dem Seil und brich damit die Tür auf. Ist ja nicht so, als hätte das Lärm gemacht. Hättest du das schon mal gemacht? Jahrelange Übung. Ventilatorblatt ist im Arsch. Bist du durch die Tür? Ja, bin ich. Gut, halte die Augen offen. Du wirst noch mehr hilfreiches Zeug finden. Und trotzdem hat auch das Öffnen der Tür Lärm gemacht. Das Kind und bring es hier weg. Na los, komm schon, folge mir. Und was haben wir hier? Jetzt bald. Tenemos más policía. Bullen, die fürs Kartell arbeiten, was? Zeigen wir ihnen, was wir von Korruption halten. Mit Vergnügen, Sir. El nombre, los matrapos. Ach nein, el nombre ist gerade no bueno, amigo. Halt die Schnauze! Okay, man kann es nicht anders zumachen. Mas, habla. Das wird dir muy bekannt vorkommen, amigo. Anzünden.
hijo de puta! Te voy a dar en toda tu puta madre! Bring sie hier raus und führt sie zu den anderen. Wird gemacht, Commander. Diese Narcos sind Kriegsherren. Die Menschen hier tun alles für sie. Samthandschuhe helfen ihr nicht. Wenn sie Hassan verstecken, treiben wir ihn raus! Und achtet auf die Briten. Bringt sie mir tot oder lebendig. Na, ihr wisst, was mir lieber ist. Ja. Zum Teufel aber auch. Scheiße, was soll das? Ich sehe mir das mal an. Ja, wir müssen den Typen wahrscheinlich jetzt umnieten, der jetzt kommt. Oder vielleicht kommt der doch nicht. Stirnlampe gefunden. Nicht weit weg von ihrem früheren Besitzer. Gut, aber pass auf. Sie könnte Aufmerksamkeit erregen. Uff. So. Gibt's was Neues? Ihr Söldner töten alles und jeden. Kriegsverbrecher. Ich würde nur zu gerne auch ein paar Kriegsverbrechen begehen. Tyrannei, sie werden büßen. Meinst du, wir bekommen grünes Licht, um sie zu jagen? Vergiss grünes Licht, Johnny. Wir sind auf uns allein gestellt. Ich wollte gerade sagen, was für grünes Licht, Digga, ey. Was ist mit Captain Price? Price ist nicht hier, oder? Der alte Mann kann uns nicht helfen. Diesmal nicht. Ich traue dem Captain. Er wäre hier, wenn er es wüsste. Pass auf, wem du traust, Sergeant. Nahestehende können am meisten verletzen. Guter Rat, Lieutenant. Ja, aber nicht Price. Wenn ich mal groß bin, will ich werden wie du. Du willst besser sein als ich, Johnny. Gut, dann habe ich noch was vor mir. Das hast du. Glaubst du, ich lebe noch so lange? Vermutlich nicht. 8 GB RAM gehen drauf, nur wenn DaVinci offen ist. Okay. Okay, krass. Ich werd das nächstes Mal bei mir mal checken, Eddie. Und dann sag ich dir, ob das bei mir funktioniert oder nicht. Aber es kann sein, dass du halt nur keinen Livestream gucken kannst, dass du aber irgendwie auf YouTube oder so pimmeln könntest. Aber halt Livestreams nicht gehen. Weil ich meine, das bei mir nämlich auch rumspackt. Aber es bezieht sich halt nur auf Livestreams. Keine Ahnung warum und wieso. Und wie soll ich jetzt da runterkommen? Oder warte mal, vielleicht ist ja hier noch was? Aha. Oh, ja, da auch etwas. Nicht so offensiv in den Flur reinleuchten, ne? Warte mal. Ach so, weil ich Lampe aus war, okay. Leuchten wir einmal hin. Sonst rafft das Spiel ja nicht, dass wir hier Loot suchen. Scheiße. Digga. Psst.
Ja, ich bin gleich tot. Hast du den Hund im Käfig gesehen? Großer Karl, wenn er bellt, erschieß ihn und verschwinde. Flieg nicht auf. Du bist herzlos, Simon. Was hat zwei Beine und blutet? Tschüss, Alter. Behalte dich. Sag es mir nicht. Ein halber Hund. Damn. Du solltest das doch nicht sagen. Na gut, anscheinend dann doch keine Waffe. Oh Gott, danke, das wird wehtun. Wie ist die Lage? Bin draußen, in einer Gasse. Bleib am Rand und sei unauffällig. Verstanden. Vielleicht kriegst du was zum Angeben hierfür. Ein Orden. Brustgold. Die Kirche ist im Norden der Stadt. Cool. Danke. Gutes Gespräch. Wollte noch antworten, aber nach der Hälfte des Balkens meint das Spiel so... Ah, nein. Auf Scharfschützenposition im Kirchturm. Finde den Weg dorthin, dann schaffst du es vielleicht. Bis da hinten sollen wir jetzt noch hin. Escúchame, cabrón. Estás cometiendo un error muy, muy grande. Ihr arbeitet gern für die Narcos? Wie? Wegen der Kohle? El dinero, hombre? Por favor, por favor. Graves treibt Cops zusammen. Er ist jetzt Richter, Geschworener und Henker. Sascha. Gut für eine Ablenkung. Die Narcos sind aus Dodge verschwunden. Aber die machen mir eh keine Sorgen. Sich zu sorgen ist was anderes als Schiss zu haben. Nein, ist es nicht. Es ist was völlig anderes. Was zum Teufel? Willst du mir erzählen, wenn du der Kante mit dem toten Kopf... Flasche geworfen. Moment. Du hast recht. Vermutlich nicht. Denn im selben Moment wärst du schon tot. Hab etwas Wachs gestohlen, Lieutenant. Könnte nützlich sein. Voll stolz. Digga, ich hab Wachs gestohlen, Digga. Oh, 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 oh mein Gott, du wirst so reich werden. Ich hab Wachs gestohlen, Mann. Ich hab Wachs gestohlen. Müsste doch nützlich sein. Überraschend nützlich als Abzug. Um etwas auszulösen. Ganz genau, Johnny. Kein Luftschlag, aber es wird genügen. Da sage ich nicht nein. Diesen Arsch mit der Maske, den anderen Kobold. Wir sind irisch, habe ich dir doch erklärt. Also gut, der ist einer von solchen, die heute tragen. Wie nennt man Kids? Das ist nichts für dich. Weiß nur, dass es ein Typ mit einem Begleiter ist. Hörst du mich? Ich höre. Was gefunden? Sicher. Verstehe nicht. Chemikalien gefunden. Mit ein bisschen Wachs wird eine Rauchbombe draus. Eine giftige Ablenkung. Krank. Gefällt mir. Ihnen aber garantiert nicht.
Okay, die Frage ist, für wen ist die Rauchbombe? Für die drei da hinten? Was zum Teufel war das? Ich sehe nach, was da los ist. Er ist am Boden. Ja, absolut, Digga. Gut, wir wissen jetzt auf jeden Fall, dass wir die Typen nicht töten können. Und den Dude sollte ich auch nicht ran. Ist die Falle. Hä? Hab ihn beseitigt. Was zum Teufel war das? Okay, da vorne ist doch der Dude, ne? Ja klar, da ist ja der Brunnen. Okay, bei denen muss ich nicht vorbei. Was zum Teufel war das? Ich sehe mir das an. Alles sicher. Okay, er bewegt sich nicht dahin. Das war der Fehler vorhin. Was ist jetzt meins? Jumpscare. Da steht auf jeden Fall einer. Das ist aber keiner von denen. Ne, ist eine Puppe. Nevermind. Wer sucht, der findet. Was hast du? Schwarzpulver. Nett. Das könnte interessant werden. Noch eine Kiste. Das ist praktisch. Wieso haben wir nur zwei Flaschen, Digga? Eine Mine, okay.
Hier ist derselbe Raum, okay. Ein Messer? Mehrere. Glaube ich, eins gefunden. Einige der toten Shadows gehen auf mein Konto. Du bist hier lang gekommen? Auf meinem Weg zur Kirche. Und hast mich zurückgelassen? Ich bin es gewohnt, allein zu arbeiten. So viel zu niemandem zurücklassen. Schwing einfach deinen Arsch zur Kirche. Ich will nur, dass du am Leben bleibst und heil herkommst. Warte. Scheiße, hier ist wieder der Brunnen. Naja, gut, aber wir haben ja jetzt ein Messer, ne? Dann müssten wir doch eigentlich jetzt die Typen töten können, oder nicht? Ja, müssen wir sogar. Zurückgelassen. Ich bin es gewohnt, allein zu arbeiten. So viel zu niemandem zurücklassen. Schwing einfach deinen Arsch zur Kirche. Ich will nur, dass du am Leben bleibst und heil herkommst. Einer von uns muss das überleben. Bin dir wohl ans Herz gewachsen, was? Nicht im geringsten. Hast immer noch viel Boden vor dir. So lächerlich, ey. Hab ich eins gefunden? Einige der toten Shadows gehen auf mein Konto. Du bist hier lang gekommen? Auf meinem Weg zur Kirche. Und hast mich zurückgelassen? Ich bin es gewohnt, allein zu arbeiten. So viel zu niemandem zurücklassen. Schwing einfach deinen Arsch zur Kirche. Ich will nur, dass du am Leben bleibst und heil herkommst. Warte. Das sind zwei. Warte mal. Was zum Teufel war das? Ich sehe nach, was da los ist. Was zum Teufel? Kein Sichtkontakt. Ein Shadow weniger. Nett. Hab seine Waffe. Gute Arbeit. Du kommst voran in der Welt, Johnny. Wähle deine Ziele und Schüsse weise, Johnny.
Affen machen Lärm. Ein Königreich für einen Schalldämpfer. Nutze das, was du hast, klug. Das ist der Trick. Es kommt keiner. Was zur Hölle? Fuck. Oh, Mist. Komm schon, Tavish. Wirklich, Sir. Ja. Graves wollte uns töten. Wäre kein Wunder, wenn du etwas durchhängst. Finde einen Stim, der gibt dir einen Schub. Stim. Der Dude hier müsste eigentlich auch tot sein, ne? Ja. Ja, hier haben wir auf jeden Fall alle eliminiert. Aber hier ist nirgendwo eine Apotheke gewesen. Mine. Ja. Lieutenant, die Shadows werden gleich aufgemischt. Hört sich gut an. Hat eine Stolperfalle gebastelt. Mein Herz weint vor Freude. Du hast ein Herz? Das ist ja wohl dein Problem, nicht meins. Boost. Alles sicher? Scheint so. Halt weiter die Augen auf und komm zur Kirche. Hi. Wie soll man hier reinkommen? Nee.
schifft wie blöd da draußen. Wie war das? Es regnet sehr stark. Dann sag das doch. Hab ich. Regen ist gut. Ist deine Spuren. Darin aber auch. Konzentrieren wir uns auf dich, Johnny. Du magst mich also doch? Ich mag dich lebendig. Okay, vielleicht müssen wir nochmal hier zurück oder so? Oh, Scheiße. Verfluchte Scheiße. Seht ihr das an? Okay, ansonsten ist da nichts, da oben kommen wir nicht hoch. Ich gehe rein. Jack, nimm was du brauchst, um sie dir vom Leib zu halten. Ei. Mach ich doch gerne. Sehr schön. Das ist nein. Jetzt sind wir im Geschäft. Ghost. Soap. Hab ein Stolperdraht an einer Schrotflinte entschärft und die Waffe genommen. Öffne damit Herzen und Köpfe, Johnny. Mexiko. 18 Schuss. Okay, nice. Das ist sehr geil. Jetzt können wir auch wieder normal laufen. Haben wir sonst noch irgendwie so loot-technische irgendwas? Sieht nicht so aus. Nope. Gekauft. Johnny, Grace legt eine Nachtschicht ein, um uns zu finden. Wieso? Nee, beide. Graves und Shepard sind beide involviert. So oder so. Das hier alles ist eine beispiellose Scheiße. Wir müssen der Sache auf den Grund gehen. Präzise und tödliche Schüsse lösen gewöhnlich solche Dinge. Im Augenblick sind wir hier nicht sicher. Im Augenblick sind wir nirgendwo sicher, Lieutenant. Sag mal. Okay, die Tür wird gleich sowas von aufgehen. Ich hab Klebeband. Zum Geschenke verpacken? Sozusagen. Behalte es am besten. Achso. Ich hab gedacht, der Ton wäre gewesen, dass die Tür auf ist. Digga, ich wusste gar nicht, dass Activision Blizzard auch in der Lage ist, Horrorgames zu machen. Okay, der ist tot. Das war auch das Ding, was wir vorher gesehen hatten hier. Okay, das ist ein Ring, kein Stolperdraht oder so ein Shit. Nehme ich mit. Da ist Munition.
Ja, Bray, da ist nicht viel mit helfen. Aber wie konnte er noch so laut gegen die Tür bollern? Ich bin im Café. Hol mir einen Tee. Verdammte Briten. Komiker, ey. Dafür bist du mir was schuldig. Warum? Wir helfen uns gegenseitig zu unseren Problemen. Was ist mein Problem? Die Maske. Nimm sie ab. Mein Gesicht zeigen? Ja, Sir. Negativ. Bist du hässlich? Ganz im Gegenteil. Bist du zweifelig? Gutes Gespräch auf jeden Fall. Bist du hässlich? Ich glaube schon, ja. Sprengsätze, Waffe, Minen. Ja, zwei reichen erstmal. Damit kann ich arbeiten. Ich weiß ja nicht, wofür ich das Bindematerial sonst noch jetzt gebrauchen könnte. Deswegen lassen wir es erstmal. Da müssen wir wahrscheinlich runter. Ich brauche die Kombination. Das sieht interessant aus. 10. 40, 10. Da fehlt aber eine Zahl. Warte mal. Vielleicht 20 noch als weiterer Hinweis? Okay, da oben steht keine versteckte Ziffer. 40, 10. 40, 10, okay. 40, 10 und 20 haben wir jetzt als Zahlen. Dann machen wir 20, 40, 10. Nach der Reihenfolge, wie es da oben steht. Ich dachte erst so datumstechnisch. Zehnte, Zehnte. Vielleicht ist es 40, 10, 10? Dass du nicht nochmal zurückgehen kannst. What the fuck, Alter? Aber das glaube ich nicht. Nee. Ich mir schon gedacht, dass das nicht das Richtige ist. Es werden drei verschiedene Ziffern sein.
40. Na, der wird da wahrscheinlich 40 Jahre alt, ne? Und was ist mit 10, 10, 20? Aber glaube ich auch nicht. Ich glaube, es sind drei verschiedene Ziffern. Ja, natürlich sollte man nicht das erste Ding hier skippen, ne? Das glaube ich nicht, dass das das Rätselslösung ist, ja. Warte mal, hatten wir 40, 20, 10 schon? Wobei, nee. 10, 40, 20. Stimmt, die fangen ja mal anders an, ne? Und 20, 10, 40? Okay, ich bin absolut auf dem Holzweg. Haben wir sonst noch irgendeinen Hinweis? Nee, ne? Ist nur der Shit, der hier steht. Okay, wir probieren jetzt alle drei Kombinationen so lange aus, bis es passt. Weil das sind die einzigen Hinweise, die wir hier haben. Fangen wir an, der Größenordnung nachzugehen. 40. Ups, falsch rum. Die Maxzahl ist 99. So, 40, 10, 20. Dann machen wir jetzt 40, 20, 10. So hart pinkeln, ne? Glaubst du nicht? Okay, das ist es nicht. Also wird die 40 nicht vorne stehen müssen. Dann machen wir als nächstes die 20 vorne. Dann machen wir die 40. Und dann machen wir die 10. Dann 20, 10, 40. Gut, die 40 und die 20 sind beides vorne falsch. Dann machen wir jetzt 10, 14, 20. 40, 20. Warte, mach ich sofort, Eddie. Okay, pass auf, das ist der Kalender. Auf dem Kalender sind markiert das Jahr 2020, Oktober. So, dann hast du hier die 40 und die 10 eingekreist. Also der wird wahrscheinlich am 10.10.2020 40 Jahre alt. So, das sind ziemlich viele Zahlen. Wir haben zweimal die 20, wegen 2020. Dann haben wir Oktober, 10, da haben wir auch wieder die 10 und die 40. Oder wir müssen das aktuelle Datum eingeben. Aber das ist ja auch ein bisschen weird. Warte mal, finden wir sonst noch irgendeinen Hinweis? Ist hier irgendwas komisch dran? Nee.
die Zahlen sind auch alle richtig. 10, 10, 40 ist es nicht, oder? Nee, ich habe, wie gesagt, von den drei Zahlen, die wir hier hatten, habe ich jetzt alle ausprobiert. Ich kann es nochmal machen. Nein. Es kann natürlich auch sein, dass wir jetzt ein kleines Rechendings machen müssen und das Datum seiner Geburt eingeben müssen. Das ist natürlich auch möglich. Das wäre dann 10, weil die fangen... Nee, warte mal. Fangen die hier auch mit dem Monat an? Also es wäre auf jeden Fall 1980. Dann wäre es 10-10-80. Zu einfach. Leck mich am Arsch. Oh, was haben wir denn hier? Wir mussten einfach sein scheiß Geburtsdatum. Rate mal, was ich gefunden habe. Mehr Durchschlagskraft. Check. Deine Lebenserwartung ist gerade gestiegen. So sehr ich die Deagle auch mag, wir haben dafür A, zu wenig Schuss und B, haben wir hier einen Scope. Gut, das Scope könnten wir uns aus dem anderen Dings nochmal besorgen. Aber ja. Was war da jetzt sonst noch drin? Ein Wurfmesser, ne? Ja, Wurfmesser. Oh, das können wir sogar herstellen. Naja, können wir nicht herstellen. Wahrscheinlich, weil uns dafür das letzte Ding hier fehlt. Okay. Dann haben wir hier oben alles durch. Dann müssen wir nach unten. Ihr zwei, checkt das Lagerhaus. Ohne Waffe wird er nicht weit kommen. Einer von 1-4-1 ist immer noch gefährlich. Geh nach links, ich durchsuch die Gasse. Roger, bin unterwegs. Wer da? Noch kannst du dich ergeben. Johnny, die Stadt ist voller Tunnel. Einer führt gegenüber der Kirche hinaus. Achtung, der Tunnel ist geflutet. Das wird ein kaltes Bad. Na super. Ich werde dich finden. Oh. Warte, was ist gerade ausgerüstet? Okay, Flasche. Scheiße, wo steckst du nur? Wer sucht, der findet. Noch aufrecht? Soweit, so gut. Wenn sie dich erwischen, töten sie dich langsam. Die Söldner oder die Narcos? Narcos. Sie machen Videos. Ich gebe ihnen deine E-Mail, dann können sie sie dahin schicken. Ich werde sie mir nicht ansehen. Jedenfalls nicht mehr als einmal. Kranker Bastard. Mann! Dann 10, 10, 80. Hab ich doch gesagt, ja. Hab ich aber schon selbst lösen können, aber trotzdem danke. So weit, so gut. Wenn sie dich erwischen, töten sie dich langsam. Die Söldner oder die Narcos? Narcos. Sie machen Videos. Ich gebe ihnen deine E-Mail, dann können sie sie dahin schicken. Ich werde sie mir nicht ansehen. Jedenfalls nicht mehr als einmal. Kranker Bastard. Töten sie dich langsam.
Die Söldner oder die Narcos? Narcos. Sie machen Videos. Ich gebe Ihnen deine E-Mail, dann können Sie sie dahin schicken. Verdammt nochmal! Da ist ja schon eine Beta vom Tarkov-Modus. Naja gut, Tarkov ist noch ein bisschen härter. Und tausendmal mehr Loot-Shit. Scheiße, ja. Ja,
60, okay. Eleven AM. Das ist ein Preis, okay. 62,3. Hat der auch eine Nummer? 7. 62,73. Dann sind halt viel mehr Hinweise drauf, ne? Und ich weiß nicht, ob es den Aufwand wert wäre, den Scheiß jetzt hier zu encrypten. Wir lassen es einfach. Öl gefunden. Öl, Flasche und Seil für einen Docht. Zeit für einen Cocktail. Mhm. Molotow-Cocktail. Hä? Ja, anscheinend doch nicht. Lieutenant, ich bin an der Bar. Magst du Tequila? Könnte jetzt einen vertragen. Ich würde für einen Whisky töten. Du meinst Scotch? Ich trinke Bourbon. Wie ein good old boy. Ich liebe Kentucky. Du hast sie nicht mehr alle, Lieutenant. Das ist wahr. Oh fuck, ich sehe gerade, dass wir ja schon über der Zeit sind. Aber wobei, wir können jetzt auch versuchen, an denen vorbeizumogeln. Guter Fund.
Ja, die kommen nicht hier rein. Süß. Ich muss halt leider echt dringend auf Klo, Alter. Wenn ich jetzt hier runterjump, bin ich auf jeden Fall ausgeliefert. Hier habe ich noch so ein bisschen Deckung. Da hinten ist der eine Keck. Dass sie nicht mal auf die Idee kommen, da vorne die Tür aufzumachen, finde ich krass. Ist tot. Noch auf den Beinen, Johnny? Alles sicher, denke ich. Gut. Bleib wachsam und triff mich bei der Kirche. Alles klar, Leute. Und mit diesen Worten würde ich sagen, YouTube, gibt's einen Cut für euch. Geht's dann morgen weiter. Und keine Angst, im Stream machen wir auf jeden Fall jetzt gleich direkt weiter. Also YouTube, bis zum nächsten Mal. Peace.